Hallo, ich bin Felix. Wohin soll ich denn sprechen? In der Kamera. Hallo, ich bin Felix Herzog. Ich bin von der Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld und wir stehen jetzt heute hier vom Rathaus Neukölln, um den Bezirksverordneten zu zeigen, dass wir präsent sind, dass wir gegen die Bebauung sind im Tempelhofer Feld. Und wir bitten Sie ganz klar, weil heute werden Anträge behandelt vom Tempelhofer Feld, wir bitten Sie, jegliche Planungen einzustellen, die solange das Volksbegehren oder beziehungsweise unser Volksentscheid läuft. Also Sie läuten auf gar keinen Fall vor, Juni 2014 konkrete Planungen einzustellen, weil Sie sagen, das ist nicht der Bürgerinitiative. Wir haben jetzt erfolgreich über 30.000 Unterschriften gesammelt und die eingereicht. Jetzt wird dann bald der Gesetzentwurf dem Abgeordnetenhaus vorgelegt und solange dieser ganze Prozess läuft, macht es eigentlich keinen Sinn, weiter zu planen. Kann man euch irgendwie online unterstützen? Ja, zurzeit sind wir so ein bisschen in der eigenen weiteren Planungsphase. Online kann man sich auf jeden Fall informieren unter thf100.de und wir haben auch eine Facebook-Seite, die zu finden unter Volksbegehren zum Erhalt des Tempelhofer Feldes. Da kann man freuen wir uns über jeden neuen Like und da gibt es dann auch immer laufend neue Informationen über Demonstrationen und irgendwelche Veranstaltungen auf dem Feld. Und dann natürlich, wenn es dann losgeht, im August, September bei der heißen Phase für die Sammelaktion für den Volksentscheider. Da haben wir dann 4 Monate Zeit und brauchen 153.000 Unterschriften, was doch eine ganze Menge ist. Hast du irgendwelche Vorstellungen, wie das Tempelhofer Feld zukünftig genutzt werden sollte? Da stelle ich jetzt keine konkreten Überlegungen an. Jetzt geht es erstmal darum, jegliche Bauplanungen von Senatszeiten zu stoppen. Und dann müssen wir mal gucken. Also erstens, also unser Gesetzentwurf sieht ganz klar vor, quasi eine Art Naturschutzraum in der Mitte zu gestalten. Außen kann es natürlich weiter in den Stil, das Urban Gardening oder vielleicht ein Flohmarkt kann ich mir gut vorstellen. Einfach so nette alternative Projekte. Und ja, wer weiß, vielleicht schafft man es in 5 oder 10 Jahren ein ordentliches Beteiligungskonzept zustande zu bringen, wo dann wirklich die Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden können, was damit passieren soll. Und was dann die Leute oder die Mehrheit entscheidet, das wird dann wahrscheinlich passieren. Okay, vielen Dank. Danke. Ich habe es gerne angeschaut.